Moin, moin, liebe Fotofreunde, hier ist Nonbytes mit einem neuen Quick-Tip-Video in Adobe Photoshop. Heute, ja, ein relativ kurzes Video, hoffe ich. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr mit Unschärfe schnell und einfach einen schönen Effekt erzielen könnt. Gerade wenn ihr ein Foto habt, wo ja der Hintergrund nicht unscharf ist und ihr aber gerne den Blick des Betrachters auf ein bestimmtes Element lenken möchtet, das Ganze eben mit dem Mittel der Unschärfe. In Photoshop gibt es dafür verschiedenste Wege, verschiedenste Varianten, wie man an dieses Ziel rankommt. Ja, ich zeige euch heute eine Methode, die habe ich vor kurzem gefunden und möchte das Ganze ja euch einfach mit auf den Weg geben. Es ist eine sehr einfache, eine sehr schnelle Methode, die jeder versteht, jeder nachbauen kann, wenn er Photoshop denn hat. Also das Einzige, was wir brauchen, ist die Weichzeichnungsgalerie und dort ein oder zwei Filter. Die erste Variante sieht wie folgt aus. Wir gehen in Photoshop in die Filter und navigieren dann zur Weichzeichnungsgalerie. Jetzt haben wir die Wahl, ob wir den Feldweichzeichnung nehmen oder die Iris-Weichzeichnung. Ich zeige euch beide Varianten. Wir fangen mal mit der Feldweichzeichnung an. Wir klicken hier einmal drauf, dann öffnet sich hier ein neues Werkzeugfenster, neues Werkzeugmodul und wir sehen schon, unser Foto ist komplett unscharf. Wie kriegen wir das jetzt scharf? Wir haben hier in Photoshop die Möglichkeit, dass wir hier im Foto die Stärke des Effekts einstellen können. Und wenn wir das hier nicht machen möchten, können wir das hier oben in der Werkzeugleiste über den Schieberegler machen. So wie man das aus Lightroom oder Lumina kennt. So, wie kriegen wir denn jetzt, Entschuldigung, wie kriegen wir denn jetzt unsere Schärfe zurück? Denn das Foto ist ja unscharf durch diesen Filter. Das ist ein ganz einfacher Trick. Ihr müsst einfach die Weichzeichnung auf 0 schieben und dann habt ihr das Foto wieder scharf. Und wenn ihr jetzt nur den Hintergrund unscharf machen wollt, dann klickt ihr einfach mit der Feldweichzeichnung einfach ins Foto rein und dann wird hier ein weiterer Unschärfepunkt erstellt. Und diesen Unschärfepunkt können wir jetzt, da können wir jetzt die Stärke einstellen, wie stark das Ganze sein soll. In meinem Fall werde ich das Ganze jetzt immer mit 50% angeben. Also 50 Pixel in dem Fall. Und da, wo ich jetzt die Unschärfe haben möchte, da klicke ich jetzt einfach ins Foto rein, stelle mir die entsprechende Stärke überall ein und setze so ganz gezielt meine Unschärfe, die ich an bestimmten Bereichen haben möchte, ganz einfach hin. Da können wir noch einen hinsetzen und auch wieder die Stärke auf 50% setzen und gerne hier unten auch noch mal. Und hier auch noch mal, damit wir ungefähr das Foto relativ gut abgedeckt haben. Und hier werde ich auch noch mal einen kleinen Punkt setzen und auch wieder 50% Stärke einstellen. Und wenn uns jetzt ein Punkt noch nicht gefällt, dann können wir den einfach anklicken mit der Maus und können die Unschärfe verschieben und können das Ganze noch mal im Detail etwas genauer anpassen. Da unten ist auch noch ein Bereich, der mir noch nicht so gefällt. Also packe ich einen weiteren Punkt hinzu und passe mir die Position der Unschärfe hier auch nochmal etwas an. Und ja, das ist die erste Methode. Ich sage jetzt einfach mal, dass wir das Ganze bestätigen mit OK. Dann wird das Ganze zurück an Photoshop übergeben oder wird angewendet. Und jetzt schauen wir uns nochmal vorher, nachher an. Ich werde jetzt einfach mal
ins Foto hineinzoomen, damit ihr den Effekt besser seht. Ich verschiebe den Ausschnitt hier noch ein bisschen. Das ist also die fertige Version und so sieht das Ganze aus im Original, überall scharf gestellt. Der Hintergrund ist hier nicht unscharf und das ist eben die schnelle Variante. Das ist so das fertige Ergebnis, wie das Ganze jetzt aussieht. Natürlich müsst ihr das Ganze besser machen, beziehungsweise einfach auf eure Bedürfnisse anpassen. Ich zeige die Methode heute nur. Das geht aber in Ordnung, wie ich finde. Also vorher, nachher. Vorher, nachher. So, wir gehen wieder aufs ganze Foto hinaus. Vorher, nachher. Ich finde, das Ganze geht schnell, einfach. Ist nicht wirklich schwer zu erklären. Es kann jeder nachmachen. Es ist sehr leicht zu verstehen. Und das war die erste Methode. Und ich würde sagen, jetzt springen wir zur nächsten Methode. Die ist genauso einfach. So, jetzt kommen wir zur zweiten Methode des ganzen Effekts der Unschärfe. Und zwar haben wir uns ja gerade mit der Feldweichzeichnung beschäftigt. Jetzt gehen wir zur nächsten Methode, zur Iris-Weichzeichnung. Und auch diese erreichen wir über die Filter, Weichzeichnungsgalerie, Iris-Weichzeichnung. Diese wählen wir einmal an. Und jetzt haben wir ein etwas anderes Bild. Und zwar haben wir hier auch wieder unseren Nupsi, den wir packen können. Wir können auch hier im Foto die Stärke des Effekts wieder einstellen. Oder hier das Ganze am Schieberegler einstellen. Wir haben jetzt hier aber zusätzlich noch eine Ellipse, die wir anpassen können. Wir können einen runden Kreis daraus machen. Wir haben hier einen weiteren Punkt. Wenn wir den nach außen ziehen, dann kriegen wir eine etwas andere Ellipse. Eine Ellipse mit abgerundeten Ecken. Ich stelle das Ganze mal wieder zurück auf Original. Und wir haben hier in der Mitte nochmal vier kleine Anfasser. Diese Anfasser können wir nach innen und nach außen bewegen. Ihr seht, diese Anfasser in der Mitte sind synchron mit den Punkten oder mit den Anfassern, die wir hier auf der Linie haben. Wenn wir diese Anfasser nach innen ziehen, dann seht ihr schon, was passiert. Die Unschärfe wird weiter wird zugezogen, also wird verkleinert. Wenn wir die mittleren Punkte nach außen bewegen, wird hier die Unschärfe weiter nach außen geöffnet. So können wir ganz gezielt mit dem Werkzeug arbeiten und können hier auch alles verschieben, wenn wir möchten. Wir können den Ausschnitt verändern, können wir hier oben das Ganze hinschmeißen, hinpacken oder hier unten, je nachdem, wo wir den Fokus denn schlussendlich haben möchten. Und ich möchte jetzt hier den Unschärfepunkt nochmal etwas verändern. Also schiebe ich mir hier die mittleren Punkte, die mittleren Anfasser hier nochmal etwas näher an die Blume heran, ändere die Position hier nochmal. Ich ziehe jetzt hier mit den mittleren großen Anfassern, also den Unschärfebereich etwas weiter zu. Stell auch hier das Ganze wieder auf 50 Pixel ein, also auf die Stärke 50%. Und jetzt haben wir hier unten noch weitere Möglichkeiten. Wir haben einmal die Effekte, wir haben die Bewegungsunschärfe und wir haben Rauschen als drei weitere Bearbeitungsmöglichkeiten. Der Effektbereich beschäftigt sich mit dem Bokeh-Effekt. Das heißt, wir können hier ein Bokeh einstellen. Wir haben hier
einmal die Möglichkeit, die Bokeh-Lichter zu verstärken. Und wir können die Bokeh-Farbe einstellen, wie man sieht. Und wir können den Helligkeitsbereich des Bokehs noch verändern. Das heißt, mehr Punkte reinsetzen oder halt weniger Bokeh-Punkte. Je nachdem, wie wir das Ganze haben möchten. Ich setze jetzt hier auch diesen Wert einmal runter. Auf 60%. Dann haben wir als nächstes die Unschärfe, also die Bewegungsunschärfe. Die ist jetzt hier nicht auswählbar. Hier steht nur für Fahrt, Weichzeichnung und kreisförmige Weichzeichnung verfügbar. Und dann haben wir noch den Reiter Rauschen. Hier können wir ganz einfach, ganz schnell im Bereich, der unscharf ist, ein Rauschen ins Bild reinarbeiten. Dafür haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Wir haben die Stärke, die wir einstellen können. Wir haben die Größe, die wir einstellen können. Wir haben die Rauheit des Ganzen, also wie rau soll das Rauschen hier sein. Wir können die Farbe des Rauschens noch verändern und wir können die Lichter des Rauschens noch einstellen. Wir haben drei verschiedene Rauschvarianten. Einmal körnig, gleichmäßig und graus. Genau, ja. Genau, drei verschiedene Methoden, wie wir das Rauschen hier ins Bild einbetten können, wenn wir das denn möchten. Also, hier oben haben wir die Hauptwerkzeuge. Wir können auch hier im Schnelldurchlauf die Feldweichzeichnung aktivieren, die Iris-Weichzeichnung oder hier den T-Shift bzw. Miniatureffekt und noch andere Weichzeichnungsvarianten. So, wir bestätigen das Ganze einfach mal mit OK. Dann wird es auch wie bei der ersten Variante wieder in Photoshop angewendet. Und wir machen jetzt mal vorher, nachher, vorher, nachher, vorher, nachher. Also wir haben jetzt hier in der zweiten Methode Unschärfe und wir haben einen, minimalistischen Bokeh-Effekt, der hier etwas angedeutet wird. Das war's mit dem Video. Das war alles, was ich euch heute mal zeigen wollte. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn dem so ist, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Oder wenn ihr ja auf dem Laufenden bleiben möchtet, es wird in nächster Zeit auch weitere Quick-Tipps geben, dann abonniert doch gerne meinen YouTube-Kanal. Ansonsten schaut gerne in die entsprechende Quick-Tip-Playlist. Dort sind weitere kleine Tipps zu verschiedenen Programmen und zu Photoshop eingebaut von früheren Folgen. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns im nächsten Video. Neue Videos gibt es immer montags, mittwochs sowie freitags. Und weitere Informationen zu mir und Programmen, Updates, alles Nötige um Kunst- und Fotobearbeitung findet ihr hier auf YouTube, aber natürlich auch auf meiner Webseite. Die Links stehen unten in der Videobeschreibung. Ciao.